Ahoi, liebe Leute, da sind wir wieder zurück mit einer weiteren Folge Dave the Diver. So, und jetzt eröffnen wir mal die Sushi-Bar. Ja, du bist später. Ah, da. Jetzt geht's los. Du kriegst deinen Tee. Perfekt. Auch ein Tee. Perfekt. Hä, aber wir haben das Ding doch, oder? Oh, 4,3. Alter. Aber, hä? Wir hatten doch den Moränen-Sushi. Dings da. Oder nicht? Hä? Ich guck mir gerne mal nach. Hier. Dies sind spezielle Tauchhandschuhe an aus. Hier, dies sind spezielle Tauchhandschuhe aus unserer Forschungswerkstatt. Denen kannst du verschiedene Objekte im Wasser aufnehmen. Warum probierst du sie nicht gleich aus? Spring ins Wasser. Ja, okay. Hey, ich hoffe, das zählt das nicht als Dings, ne? Als Tauchergang. Bei Objekten, die man aufnehmen kann, erscheint eine Schaltfläche, wenn man sich ihnen nähert. Nimm dir erst einmal einen Felsen von diesem Felsenhaufen da drüben und lasse sie dann wieder fallen. Das Holz ist schwach, es sollte leicht zu durchbrechen sein. Okay. Okay. Brauchen wir alle drei. Ah. Oh, sehr gut. Begeben wir uns nun hinab. Hey, ich will gucken, was da blinkt. Achso. Ja, ist doch gut. Hallo. Die Strömung ist stark. Schnapp dir diesen Anker, so dass sie dich nicht mitreißt. Ergreifen. Das ist praktisch, wenn du in starke Strömung gerätst. Oh, das schwimmt einfach dahin, wo sie mich nicht erwischt. Oh, selten ist etwas Glänzendes. Greife den Pfahl vor dir und zieh an ihm. Sehr gut gemacht. Jetzt ist der Weg offen. Nimm dir den Schatz weiter oben, bevor du wieder auftauchst. Okay. An sich relativ simpel. Es sieht so aus, als wäre Dr. Bacon nach seiner Erklärung schon wieder abrupt verschwunden. Jedenfalls sehen diese Tauchhandschuhe so aus, als könnten sie sich als sehr nützlich erweisen. Ich habe gehört, dass das Seevolk auf dich wartet. Geh darunter und versuche den Pfahl rauszuziehen.
Jo, mach ich. Aha. Den nehmen wir auf jeden Fall. So, verkaufen tun wir mal den da. Zwei, weg. Ich glaube, das können wir noch brauchen. Das sieht einfach nur falsch aus. Ich habe den meisten Quatsch, wenn wir alles brauchen zum Aufwerten. Ne? Na gut. Halt! Hier. Ja, das Meer hat so viele Geheimnisse. Ich glaube, ich bin ein bisschen betrunken. Mit Blick auf das Meer zu forschen, fühlt sich fantastisch an. Das war's, was hier wird. Okay. So, haben wir Zigarrenhai, Scheibenbauch. Ach du Scheiße, den Hai haben die auch. Okay. Den will ich nicht kennenlernen. Aber der ist für die Nacht, okay. Der auch. Dafür brauchen wir noch mehrere. Okay. Nee, Waffen wollte ich nicht. Hier wollte ich hin. Scheiße, wir brauchen 1000. Das wird ein Spaß. Und wir brauchen noch ein, zwei Quallen. Aber jetzt nehmen wir auf jeden Fall Igel mit, wenn wir finden. Da. Ja, mit diesen taucheren Schulen sollte es möglich sein, Seeigel einzusammeln. Seeigel-Sushi, allein der Gedanke daran lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja, das sollte nichts. Schrott nehmen wir mit. Die Muschel ist mir ja. Die Muschel auch. Hallöchen. Das war falsch. Das war doof. Oh hey. Ach, kann ich mal das so machen? Nee, Quatsch, so kriegen wir jetzt mehr Schaden. Da, 17. Ich wollte ja eigentlich nicht, aber gut. Immer schön die Qualle. Den nehmen wir mit. Was haben wir hier? Zerlegen wir. So, die Fische hier nehmen wir auch mit. Toll. Ey! Würde ich jetzt zwar auch gerne wieder mitnehmen, aber dann sind wir. Ach schau, scheiß auf. Naja, ich komme bei Nacht, mein Freund. Ja, nö, komm dann in Ruhe. Ja, Glas brauchen wir wieder erstmal nicht. Was mich jetzt gerade echt nervt,
Wir haben jetzt kein Signal, wo es hingeht. Aufpassen. Ups. Geht doch. Das habe ich ganz vergessen. Das haben wir auch noch. Okay. Mensch. Davon eigentlich. Was bist du? Ja, so ein Blitzding ist ganz gut. Wie blöd ist jetzt? Okay, hier haben wir das Bötchen und wir definitiv falsch. Na komm, den können wir nehmen. Echt jetzt? Jetzt kriegst du wieder Schiss. Ah, schön. Den lassen wir mal. Dann ist schon die Hälfte weg. Der ist gut. Ich muss gucken, ob wir oben noch einen haben. Aber es sollte doch hoffentlich jetzt reichen, oder? Von den Fischis her. Würde mich auf jeden Fall jetzt mal wundern, wenn nicht. So, was haben wir denn hier? Ja gut, haben wir ja eh das Ding. Okay, warum nicht? Halt! Den aber. Toll. Ah, also der
da heißt es nicht massiv drücken, sondern einfach einmal drücken und dann, naja. Nee, hier war falsch. Du bist noch da. Ja, wieso können wir davon eigentlich kein Foto machen? Sieht doch cool aus, oder nicht? Stufe 3. Bewegt sich dieser Fels auch manchmal? Jetzt kommt bestimmt so ein Riesen. Ah, da haben die sich bestimmt drin versteckt. Nö, er schon wieder. Toll. Oh nein, es ist der Tintenfisch schon neulich. Er spritzt schon wieder Tinte. Diesmal lasse ich dich nicht entkommen. Warte nur. So, erstmal schön ablenken lassen. Was haben wir hier? Eine Schaufel. Wozu eigentlich eine Schaufel? Naja, gut Ding. Weiß nicht. Naja, gegen den haben wir noch keine Chance, oder? Nee, guck mal. Die hätten gerade keinen Schaden bekommen. Ja gut, der Weg ist frei. Warte nur, Tintenfisch. Erstmal holen wir uns bei die Luft. Hey, wie kannst du das wagen, zweimal Tinte zu versprühen? Damit kommst du nicht davon. Banjo macht Takoyaki aus dir. Er ist wieder entkommen. Er ist wirklich sehr schnell. Und hat uns wieder ein Geschenk hinterlassen. Ja, eigentlich ganz netter Typ. Jojo. Was haben wir hier für einen Ort? Haben wir den wieder? Ah, nee. Damit tauschen wir. Alter. Okay, das ist jetzt wirklich blöd. Oh, du bist zurück, Mensch. Ich hatte schon Angst, du wärst auf die Rücken von einem Kragenhai gefressen worden. So, sie redet wie jemand, den ich kenne. Ich denke, ich würde den Fall herausziehen können, wenn ich die Taucherhandschuhe von Dr. Bacon benutze, der am Land lebt. Bacon?
In unserer Sprache klingt dieser Name wie verdorbenes Walfleisch. Ja. Okay. Warte einen Augenblick, lass mich versuchen, daran zu ziehen. Ja, weggehen wir gut. Jo, das hat er gemacht. Wirkungsvoll, aber nicht effektiv genug. Hm. Ich denke, ein weiterer Versuch könnte genügen. Mensch, da drüben ist noch ein weiterer Felsenhaufen. Da drüben gibt nichts Bewegliches. Ich muss erst nachsehen. Ja, wir müssen da irgendwo drumherum. Auf dieser Seite kann man nichts machen. Ich muss versuchen, hier hinten herumzugehen. Hallo? Warte. Ja, genau. Wo nicht die Spawn? Ich will dich haben. Toll. Ja, nee. Wo nicht? Moment. Hey, 9 Fische auf einmal. Okay. Okay, das ist blöd. Toll. Okay, das ist sehr gut und nötig gewesen jetzt hier. Puh. Aha, noch ein Ding. Schön, dass du weggehst. Das ist jetzt weniger schön. Dreckiger! Ja. Na bitte. Haben wir dich. Ja. So, Sauerstoffhöhen erhöhen. Schaffen wir das gar nicht. Wow, Mensch. Gut, das ist unser Weg. Du bist nützlicher, als du aussiehst. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Komm durch das Loch rein, das du gerade geschaffen hast. Ich gehe voraus. Warte, ich kann doch jetzt gehen, oder nicht?
Hör dir doch mal selbst zu. Machst du dir keine Sorgen um Ramo? Außerdem habe ich eine Bitte an dich. Also ich möchte, dass du mit uns ins Dorf kommst. Ja, es gibt einen Grund, warum ich den ganzen Weg bis zum Menschenmeer zurückgelegt habe. Ich habe eine Bitte. Okay. Irgendwas looten. Für die. Ich kriege hier so richtig gruselige Schwingungen. Da kommt jetzt kein Bossfight hier. Oh, mein Gott. Also etwas hat sich gerade an mir vorbei bewegt. Mensch, geh voran und sei unser Speer. Aber es ist wirklich dunkel. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas Gefährliches sein könnte. Nicht nur könnte. Alter, das ist... Nee, komm. Das schaffen wir nicht. Wir werden das Ding jetzt hier benutzen und verschwinden. Anzug ein bisschen verbessert haben. Ja, schöne Qualle noch dazu. Seeigel. Noch eine Qualle. Ja, oh, das ist gut. Ah, stimmt. Das haben wir auch noch gekriegt. Tintenfisch-Waffenamulett, ein mysteriöser Glücksbringer, der vom Tintenfisch zurückgelassen wurde. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn er an einer Waffe befestigt wird. Erhöht den Basisschaden der Waffe um 15%. Ja, auf jeden Fall. Was war das andere? Achso, dieses Notfall-Sauerstoff-Ding, ne? Also mit dem Sprinten ist schon cool. Aber ich würde mal sagen, das kann uns sehr viel. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja. Gehen wir hier hin. Wow, nichts. Achso, wir können nur den Set voll haben, wegschicken, okay. Gut, stopp. Was ist hier? Upgrade. Ah. Ach schön, den können wir endlich upgraden. Ja, machen wir auf jeden Fall. Sorry, hab mir gleich mal noch was aus einem Trinken eingekippt. Ja, natürlich um mir ausrüsten. Welche Frage? Haben wir auch, ne? Jo. Geil. Alles ist zwar jetzt nicht so geil, aber geschissen. Der Knaller drin.
Ja, zurückbringen gehen bringt uns jetzt auch nicht so viel. Theoretisch können wir noch mal kurz los, ein bisschen Fischis holen. Aber mehr können wir halt echt nicht machen. Wir brauchen halt den Tauchanzug, damit wir unten überhaupt überleben. Und scheinbar werden wir da wieder so einen Boss verprügeln müssen. Das mache ich nicht, wenn uns die ganze Zeit hier Sauerstoff weggeht. Das ist mir ein bisschen zu strange. Ah, unser Freund ist wieder da. Na, Großer, was möchtest du? Ah, ja, ja, verstehe. Ich glaube, er will mir was mitteilen. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Haben wir den jetzt aufgezeichnet? Bin mir nicht sicher. Geil, jetzt können wir die schon so mitnehmen. Okay. Oh, da unten. Hallo. Halt. Da. Waffenkiste. Schaffst du nicht, ha. Dreckiger. Schon? Ja, okay. Danke. Ah, der gut, den haben wir schon. Ach Gott, wisst ihr, ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Egal. Na ja, wohl, weiß. Wir können ja auf jeden Fall noch Zeit hier verschwenden hier drin. Nee, komm. Ich würde sagen, das war's dann wirklich heute. Machen wir morgen hier weiter. Erstmal so, dass es dann so luftig ausgeht. Und ja, dann machen wir morgen erstmal hier noch eine kleine schicke Runde. Das hier dürften wir wahrscheinlich. Wo ist die Alte? Ja, irgendwo ist hier noch so eine kleine. Hier, da. Hoffentlich haben wir da alles zusammen, dass wir die dann heute Abend dann bedienen können. Und. Ja, in der Nacht holen wir uns noch ein paar Moränen, hoffentlich. Ja, sehen wir alles morgen, Leute. Macht's gut, haut rein. Bis morgen. Tschüss.